Die MS Athena ist unterwegs auf der Ostsee. Durchs Baltikum bis nach St. Petersburg. Dann über Schweden und Dänemark zurück nach Kiel. Aus den Menschen an Bord soll unterwegs nicht nur eine Reisegruppe, sondern eine Gemeinde auf Zeit werden. Das ist zumindest die Hoffnung vieler Mitreisender. Auch der Unternehmer Franz Schumacher hat einige Erwartungen an die Reise. Schöne Gemeinschaft, eine gute Gemeinschaft. Und dann kommt vieles dazu. Man singt miteinander, man betet miteinander, man hört sich Bibelzeiten an. Man hört auch ganz neue Dinge, die einem sehr interessieren. Man besucht Städte, bei denen ich oder bei denen wir noch nie waren. Gerade das ganze Baltikum und Petersburg waren wir noch nie. So hat man schon Erwartungen, dass sich alles vermischt, mit Leuten im gleichen Geist unterwegs zu sein, dann aber auch neue Dinge entdecken und feststellen, was es alles gibt. Dann gerade die Entwicklungen, die es im Baltikum gegeben hat, die haben mich schon sehr interessiert. Das Baltikum blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Lettland und Estland wurden zu Beginn des 13. Jahrhunderts durch deutsche Kreuzritter erobert. Litauen hingegen setzte sich 200 Jahre lang erfolgreich gegen die Kreuzritter zur Wehr. Christianisiert wurde es erst durch den Zusammenschluss mit Polen im Jahre 1385. In Lettland und Estland dominierte hingegen die Reformation. Es entstand eine Vielzahl evangelischer Gemeinden. Eine Gemeinde soll auch auf der MS Athena entstehen. Unabhängig ob an Land oder auf See, was eine Gemeinde ausmacht, das erklärt Pfarrerin Bärbel Wilde. Sie ist als geistliche Referentin mit an Bord. Also Gemeinde ist ja nicht, dass sich die Leute gegenseitig alle nett finden, das ist zusätzlich schön, wenn das so ist, sondern dass alle die gleiche Blickrichtung haben, nämlich die Blickrichtung nach oben und sich verankern bei Gott und deswegen zusammengehören. Das macht eigentlich Gemeinde aus. Jeden Tag ein neues Lied, hatte ich Ihnen versprochen. Im Bordbuch, Seite 22. Und auch gemeinsames Singen gehört dazu. Denn wie wusste schon Kirchenvater Augustinus, wer singt, betet doppelt. Wenn du ausschaust nach Hilfe bei deiner Last, er wird immer bei dir sein. Wenn die Sünde dich plagt, du zu kämpfen hast, er wird immer bei dir sein. Du bist nicht allein, du bist nicht allein, Gott will immer bei dir sein. Du bist nicht allein, du bist nicht allein. Für Chorleiter und Musiker Gerhard Schnitter ist gerade das Singen an Bord etwas Besonderes. Ich denke, eigentlich will man ja, wenn man eine Kreuzfahrt macht, aufs Deck stehen und oder aufs Deck in die Sonne legen. Und warum jetzt singen? Aber ich glaube, das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, dass die Leute ein Defizit haben. Und das als einen ganz besonderen Gewinn auch in ihrem Urlaub empfinden, wenn sie da singen können. Und natürlich besonders, wenn sie nicht nur Tralala singen können, sondern gehaltvolle Lieder, beziehungsweise geistliche Lieder, Lieder von Gott, Lieder von Jesus. Das ist ja, was wir hier machen. Und das, glaube ich, bedeutet ganz viel, weil das rutscht was rein in die Seele. Auch bei Krankheit und Kummer und schweren Leid, er wird immer Singen rutscht was rein in die Seele. Das empfindet auch der Diakon im Ruhestand Günter Fritsching so. Ein Thema spricht ihn dabei besonders an. Mein schönstes Erlebnis war eigentlich bisher das Singen. Und wenn es um den Vater ging, um Gott ging, diese Lieder bewegen mich immer sehr stark. Gerd von Kuhnhardt ist eigentlich für die körperliche Fitness an Bord zuständig. Heute kümmert er sich aber um das seelische Wohlergehen der Gäste. Die ist sehr anrührend, die möchte ich Ihnen kurz erzählen. Vielleicht kennen Sie sie schon. Sehen Sie den Seiltänzer? Die Stimme erstickte fast vor Aufregung und tatsächlich
hoch über den Köpfen in schwindelnder Höhe zwischen Rathaus und Kirchturmspitze balancierte er. Ein Seil, ein Mann und eine lange gefährliche Strecke. Sobald der Artist sein Ziel erreicht hatte, spendete die Menge begeistert Beifall und forderte ein Da Capo. Ja, glaubt ihr denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil auch wieder zurückschaffe? Rief er der Menge zu. Aber ja, riefen sie zurück. Und der Mann balancierte wieder über das schwindelerregende Seil. Als er am Ausgangspunkt angelangt war, klatschte und trampelte die Menge und rief wieder begeistert, Da Capo, Da Capo, Zugabe, Zugabe. Na, und der Seiltänzer nahm eine Schubkarre und rief herunter, glaubt ihr, dass ich es auch mit dieser Schubkarre hier schaffe? Die Menge schaute gespannt und gebannt nach oben. Doch da rief schon einer von unten, das schaffst du, ich glaube an dich, du schaffst das bestimmt. Worauf der Seiltänzer nach unten rief, du glaubst, dass ich das schaffe? Dann komm nach oben und setz dich hinein. Als sich keiner rührt, fragt der Seiltänzer noch einmal, traut sich denn keiner von mir über das Seil gefahren zu werden? Doch, rief da ein kleiner Junge, ich komme. Der Junge wird schnell von behenden Helfern in eine Seilschlinge gesetzt und hochgezogen. Oben setzt ihn der Seiltänzer behutsam in die Karre und fährt vorsichtig über das Seil. Gespannt, gebannt schaut die Menge zu. Als die beiden drüben angekommen sind, brandet der Beifall schier endlos auf. Der Junge wird wieder abgeseilt und unten von einem Besucher gefragt, Mann! Woher hast du dir denn diesen Mut genommen? Hast du denn keine Angst gehabt? Da antwortet der, aber ist doch mein Vater. Die Frage ist, wie steht es mit mir? Wage ich das Unternehmen mit Gott? Mache ich mir bewusst, dass er, mein Vater, mich in der Schubkarre meines Lebens über die Fährnisse und gefährlichen Stellen sicher hinwegfährt? Das Beispiel zeigt, dass wir es eigentlich getrost wagen dürften. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Vertrauen ist das größte Kapital, was wir haben. Auf dieser Reise bringt die MS Athena ihre Gäste dem Vater näher. Bei Familie Geng, die mit 3 Generationen an Bord ist, sogar im mehrfachen Sinne. Jonathan teilt sich mit seinem Vater und seinen 2 Brüdern eine Kabine. Also ich finde es jetzt eigentlich ganz gut, dass wir eine reine Männerkabine, also meine 2 Brüder und mein Vater. Das finde ich jetzt im Prinzip sehr gut. Also es wäre natürlich besser, wenn wir nur wie 3 Kinder in der Kabine wären, aber so für mich finde ich es gut. Es ist natürlich auch gut, dass mein Opa eine Verpflegung hat, halt eine Aufsicht hat mit meiner Mutter. Das ist, glaube ich, schon gut aufgeteilt so. Denn auch Claudia teilt sich mit ihrem Vater eine Kabine. Ich finde, das ist eine wirklich schöne Sache. Mir geht es auch so, dass ich manchmal denke, ja, ist jetzt schön, dass die Jungs jetzt ihren Vater so intensiv haben und
Für mich ist das wirklich auch eine Entspannung, jetzt nicht immer gucken zu müssen, da ein bisschen Abstand zu haben. Und habe jetzt natürlich eine neue Aufgabe, indem ich da jetzt meinen Vater unterstütze. Aber auch da hat man ja auch sein Gefühl, dass man ein bisschen unterstützen möchte. Und wir wohnen weiters weg voneinander. Und dann ist das im Urlaub jetzt auch eine schöne Möglichkeit, wo man ihm dann auch ermöglichen kann, dass er hier mitmachen kann. Ja, ich denke, es ist für alle, kommen alle auf ihre Kosten und es ist für alle schön. Jetzt mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als aber Gott und Mensch warst du hier. Gemeinschaft ist aber nur ein Teil, der Gemeinde ausmacht. Also ich würde dann noch dazu setzen, Gemeinde Jesu. Das gibt das Ziel an, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben, das schließt zusammen. Und weil ein gemeinsames Ziel besteht, eine gemeinsame Lebensweise, ja, und so gelingt das Leben am besten. Wir sind eines Geistes, das merkt man. Also da gibt es sicher welche, die ein bisschen näher dran sind oder weiter weg sind. Man merkt es in dem inneren Verstehen des sich Zunickens, ja, so bei den Begegnungen oder wenn man zum Beispiel wie bei den Gottesdiensten gemeinsam singt und betet. Das ist so eine Frequenz und die ist spürbar. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem Und das haben wir auch hier jetzt erlebt, dass man sehr schnell mit den Menschen ins Gespräch kommt, so eine Art freundschaftlicher Beziehung entsteht und ein großes Vertrauen. Also das merken wir in den Fragen, die an uns gerichtet werden, dass sich Menschen also schon sehr weit öffnen. Das würden sie auf einer normalen Fahrt wahrscheinlich nicht machen. Wenn das aufgegriffen wird, dann unseren Pastor noch. Anknüpfen, verbinden. Das finde ich ganz prima, dass er die auch von Jakob schreiben. Ja, das ist nett, danke schön. Wissen Sie Bescheid, ne? Vielen Dank. Danke. Ein bisschen anders als auf einer normalen Fahrt ist auch das Programm für die Teenager an Bord. Finde ich so allgemein eigentlich sehr gut, weil so lernst du dann die ganzen anderen Kinder kennen. Weil wenn man jetzt einfach nur ohne Kinderprogramm, dann laufen alle aneinander vorbei, dann hat man mit einem eigentlich nichts zu tun und deswegen finde ich das eigentlich schon gut. Seid ihr dabei? Heute haben wir einen Bilderrahmen angemalt. Dann, das wird dann jeden Tag wird dann immer was Neues draufgeklebt auf den Bilderrahmen. Unser Thema da ist Color Your Life. Und dann ja, haben wir immer jeden Tag eine neue Farbe, die uns halt dann, mit der wir was halt anfangen müssen dann. Jesus bringt Farbe ins Leben. Das ist die Botschaft, die den Teens hier spielerisch vermittelt werden soll. Und wie ist das so, auf einer christlichen Kreuzfahrt zu sein? Ich finde es nicht schlimm, eine christliche Kreuzfahrt. Ich bin ja selbst Jungschulleiter, da habe ich öfters mal was damit zu tun. Ich bin auf einer katholischen Schule, da kommt auch öfters mal mit so etwas ja, Berührung. Ich finde es nicht so schlimm. Also, ja. Bereichert es dich auch? Ja.
In der Calypso Show Lounge laufen die Vorbereitungen. Anne und Andreas sind auf Hochzeitsreise und machen mit beim Bordposaunenchor. Gleich soll Erwin Teufel von den Bordbläsern ein Geburtstagsständchen bekommen. Er wird heute 71 Jahre alt. Da wollen auch viele andere Gäste dabei sein. Wie eigentlich immer, wenn die Bordposaunen auftreten. Dass sich ein Blasorchester an Bord aus den Urlaubern formiert, hat bei den Kreuzfahrten von Reiseveranstalter Heiner Zahn eine lange Tradition. Früher spielte er noch selbst mit. Heute hat er andere Aufgaben. Ich muss koordinieren. Ich muss von einer Veranstaltung zur anderen gehen, um gucken, dass es alles klappt, dass der Ton funktioniert, dass die ganzen Mitarbeiter auf so einem Schiff, da sind ja auf diesem Schiff im Augenblick 300 Leute, die da uns zuarbeiten. Und die Leute müssen wissen, was wir tun. Also muss man kommunizieren, damit wir verstanden werden, was wir wollen. Er hat mit uns Probleme. Ich habe nur 25 Jahre in Portalo gehalten. Und warum haben Sie es jetzt vom Ende nicht mit? Das weiß allein der Erste. Nee, das kann ich nicht anfangen. Wenn man alles macht, dann wird man auch einen Hals dampfen. Es ist nur so, wenn man dann Bläser, wenn man Bläser ist, dann ist man ja dann naja, nur das Herz, wenn man nicht mit dem Bläser. Ich kann Ihnen nur sagen, das Gefühl mitzublasen und es nicht zu dürfen oder können, ist Strafe genug. Ja. Der Auslöser war schon der Heiner Zahn, der einfach selber auch lange Zeit Trompete gespielt hat, ein Chorleiter war und es etabliert hat auf seinen Reisen, dass immer Bläser, die dabei waren, ihr Instrument mitgebracht haben und dann gespielt haben bei allen möglichen Gelegenheiten. Und es hat sich das so ausgeweitet, dass man halt einen extra Chorleiter auch braucht, um die Massen zu bändigen. Und ja, es hat sich also entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Noch letzte Absprache mit dem Geburtstagskind vor dem Bläserauftritt. Dann stürmen die Gratulanten auf Erwin Teufel ein. Franz Schumacher hält ihm den Rücken frei. Schon seit vielen Jahren sind die beiden sich freundschaftlich verbunden. Vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank. Danke Gott. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Für Erwin Teufel bewegende Bordmomente. Ja, es ist einfach schön, auf so viel Wohlwollen zu stoßen, wie es mir gesagt worden ist. Auf so viele gute Wünsche. Und wenn 10% davon in Erfüllung gehen, habe ich ein gutes Jahr vor mir. Über das Bläserständchen freut sich Erwin Teufel besonders. Ich bin mit der Blasmusik auch aufgewachsen und ich schätze, dass die Blasmusik in der evangelischen Kirche bei uns eine so große Rolle spielt. Und jetzt frage ich ihn, was für ein Lieblingslied er denn sich wünschen würde mit den Posaunen und wo wir eventuell mitsingen könnten. Vielleicht Lobe den Herrn. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ja. Sie sehen, die Einheit ist vorhanden. Uli Nonnenmann, stellen wir fest, dass wir noch zwei Geburtstagskinder in unserem, auf unserem Schiff haben. Und es wird Ihnen gleich meine Frau vorstellen. Das ist die Frau Hensel. Und die Frau Rau. Hallo Frau Rau, auch herzlichen Glückwunsch. So ein Geburtstag vergisst man nicht auf der Ostsee. Danke schön. Euer Lebensjahr. Danke. Danke.
gebe ich das Mikrofon an einen persönlichen Freund von Erwin Teufel, Herrn Schumacher, und bitte ihn, die Laudatio des Tages zu halten. Ja, lieber Freund Erwin Teufel, liebe Geburtstagskinder und liebe Geburtstagsgäste. Wir sind schon über 50 Jahre befreundet, 55 Jahre. Er war Dekanatsjugendführer im Dekanat Rottweil und ich im Dekanat Speichingen. Und da haben wir uns immer so bei Jugendfreizeiten und bei Tagungen getroffen. Und ich habe schon immer zu meiner Frau gesagt, damals noch nicht meine Frau, ich kenne einen, der kann prima reden, gell, und der weiß immer, was zu sagen. Und das hat mir sehr imponiert und so sind wir eigentlich Freunde geblieben. Ein Geburtstag oder ein Namenstag ist sicher immer ein besonderer Tag, aber ganz besonders heute für dich, lieber Erwin. Zum dritten Mal feierst du deinen Geburtstag hier bei der Fahrt Hand in Hand. Und wir feiern mit dir zum dritten Mal. Aber nicht nur, dass du heute Geburtstag feierst an dieser Kreuzfahrt, sondern du kommst nach Tallinn. Du hast gesagt, dass dir diese Stadt, der Zahn hat es auch gesagt, sehr, sehr wichtig ist. Und wir freuen uns mit dir. Eigentlich wollten wir heute Abend mit dir feiern, können wir auch noch tun. Aber ich möchte trotzdem heute in dieser großen Runde die Gelegenheit nutzen, dir zu gratulieren. Aber nicht nur zu gratulieren, sondern wir wollen dir auch Danke sagen. Danke für Freundschaft, für Begleitung, für Rat und Tat und immer für dein Dabeisein. Lieber Erwin, du bist mit den Großen und Mächtigen dieser Welt zusammengekommen, hast mit ihnen geredet, dich ausgetauscht, aber was dich auszeichnet, du hast nie abgehoben, du bist immer einer von uns geblieben. Ich fasse zusammen mit einem Artikel aus der FAZ vom 11. August, wo ein Redakteur King Hu Kuo geschrieben hat, ich zitiere, als deutscher Journalist mit chinesisch-konfuzianischem Hintergrund entsprach Erwin Teufel meiner Ansicht nach dem Idealbild eines gütigen Fürsten, der sein Volk fürsorglich behandelt, jedes Mitglied dieser Gemeinschaft achtet und respektiert, sein Amt niemals missbraucht, sondern vielmehr die Belange des Landes und dessen der Untertanen als oberstes Ziel seines Regierens betrachtet und verfolgt. Ich glaube, ein größeres Lob könnte niemand aussprechen über deine Arbeit. Aber auch die mitgereisten Freunde haben noch was vorbereitet. Der von Bayern, der vom Rhein, der von Bayern, der vom Rhein. Graf im Bart, ihr seid der Reichste, Graf im Bart, ihr seid der Reichste, euer Land trägt Edelstein, euer Land trägt Edelstein. Und in der ganzen Welt bekannt, Baden-Württembergs geliebter Herr, Württembergs geliebter Herr. Und das ist ohne Zweifel unser lieber Erwin Teufel. Ihm sei Lob und Dank dafür, zum Geburtstag gratulieren wir. Und wir haben ihm natürlich das Lied gesungen vom, das ist unser Württemberger Lied, Preisen mit viel schönen Reden. Und der Schlussvers heißt ja dann, wenn alle Fürsten sagen, wie reich ihre Länder sind und nur der Graf im Bart, der Württemberger Herr, sagt, ich habe kleine Städte und nicht Berge, die silberschwer sind, aber ich kann jedem mein Haupt in den Schoß legen. Also ich kann bei jedem ruhen und dann haben alle gesagt, Graf im Bart, ihr seid der Reichste. Und dann haben wir ja gesungen,
Erwin Teulich, Württembergs geliebter Herr, gell, Baden-Württembergs geliebter Herr. Und das freut mich auch sehr, dass man ihm das aussagen kann. Lieber Herr Lodelmann, liebe Bläserinnen und Bläser, lieber Herr Zahn, lieber Franz Schumacher, liebe Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Städtchen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die guten Worte, die gesprochen worden sind. Ich danke Ihnen allen für die vielen Glückwünsche, ganz sicher auch im Namen der beiden anderen Geburtstagskinder. Wir alle wissen, dass wir nur gute Wünsche aussprechen können, dass wir sie selber aber nicht einlösen können, dass ein anderer nur sie einlösen kann. Und deshalb ist es wie bei einem Wechsel, den man ausstellt, den ein anderer einlösen muss. Und ich hoffe, dass all Ihre guten Wünsche in Erfüllung gehen, dass Gottes Güte über uns auch im neuen Jahr regnen lassen möge. Vielen Dank für die gute Gemeinschaft. Ich halte es mit dem oberschwäbischen Pfarrer, der am Ende eines solchen Geburtstags mit vielen Reden im Nachtgebet gesagt hat: Herr, verzeih Ihnen, dass Sie mich so gelobt haben, und verzeih mir, dass ich es Ihnen geglaubt habe. Ich bin eigentlich sehr erstaunt, wie viele Leute auch mir und ihm Rückmeldung gegeben haben, dass sie das sehr gut finden, wenn es auch in der Politik nur Freundschaften gibt, die über so lange Zeit halten. Das heißt, es kann nur sein, wenn man in der gleichen Richtung, im gleichen Geist unterwegs ist und wenn man sich aufeinander verlassen kann. Der Erwin Teufel sagt immer: Vertrauen verloren, alles verloren. Und das ist auch mein Grundsatz. Gemeinschaft an Bord in einem Geist. Es scheint, die MS Athena darf sich auf dieser Reise tatsächlich Gemeinde nennen. Um 18 Uhr treffen wir uns an der Oleikirche. Um 18 Uhr. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Der Gottesdienst geht dann von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Ja, ich freue mich. Es macht Freude bei Ihnen. Die letzte Probe vor dem ersten großen Auftritt. In Tallinn soll es einen Gottesdienst geben. Der Chor will einige Lieder dazu beitragen. Das ist auch für Chorleiter Gerhard Schnitter bewegend. Ich glaube, es ist was Besonderes, weil man als Chor noch mal ganz anders etwas weitergeben kann. Ich habe zum Beispiel jetzt den Leuten, den Chorsängern gesagt: Gebt einfach, lasst es einfach strömen und bringt es hin zu den anderen. Das ist, wenn ich in der Gemeinde singe, nicht so sehr. Dann singe ich entweder zur Leinwand hin oder ins Buch hinein. Da muss ich nicht unbedingt geben, es sei denn, ich habe die Vorstellung, ich gebe jetzt wirklich mein Lied für Gott. Aber ein Chorsänger sollte ja den Zuhörern was ausströmen lassen. Und ich glaube, das tut auch gut, wenn man das so gewissermaßen empfängt und weiter strömen lässt. Die Amp ist einfach hier vier Takte lang auf E. Und dann kommt das hier und das. Aber Gerhard Schnitter ist auch ein wenig nervös. Noch ist nicht klar, ob es in der Oleikirche einen Flügel geben wird, um den Chor zu begleiten. Ute Rink erklärt sich bereit, auf die Schnelle die Akkorde zu lernen, um notfalls einspringen zu können. Ach so, nee, runter geht ja nicht. Und ganz am Schluss, den letzten Fall, würde ich dann in F machen. Ja. Also statt in E-Dur, also einen halben Ton höher. Noch. Aber einmal durchprobieren. Ja, hast du schon? Gerne. Die Gitarre hier. Also, es sind ein paar blöde Griffe drin. Ja, ich meine, ich kann nicht so spielen, aber auf die Schnelle weiß man nicht so genau. Ich mache immer solche Sachen. Ja, ich bin kein Freund der Gitarristen, leider. Nee, ich weiß, ich kenne das bei mir zwar auch, da ärgert sich der Friedemann immer, aber... Müssen wir mal sehen.
ba 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 ba. Am ba ba ba. Und der ist es, ne? Und dann F plus F. Genau. Der kommt ein paar Mal noch. Wir gucken mal, vielleicht ist ja auch ein Klavier da, ne? Dann, dann machen wir es zusammen. Dann können wir es zusammen machen. Ja, genau. Unbedingt. Darf ich die denn mitnehmen, mal die hier? Ja, ja. Immer der Nase nach, bis nach Tallinn. Der dritte Zielhafen der MS Athena ist schon beinahe erreicht. 255 Seemeilen sind es von Riga, dem letzten Hafen, bis in die Hauptstadt Estlands. Erstmals erwähnt wurde Tallinn im Jahre 1154 auf der Landkarte eines arabischen Geographen. Im Jahr 1219 eroberten die Dänen die Siedlung. Aus dieser Zeit stammt auch der heutige Name, Tallinn. Das estnische Tanilin bedeutet so viel wie Dänenstadt. Nach den Dänen übernahmen deutsche Kaufleute und Schwertritter die Herrschaft. Sie benannten die Stadt in Reval um. Seit 1918 heißt Reval wieder Tallinn. Die Kreuzfahrer sind schon gespannt. Bei so viel Schönheit, da legt man gerne an. Und man trägt gern sein Instrument zur Olaikirche zum Gottesdienst. Anne hat dabei ziemlich schwer zu schleppen. Ihre Tuba wiegt 15 Kilo. Im Mittelalter wurde Tallinns Stadtkern mit einer Mauer umschlossen. Dieser Ringwall war zwischen 2 und 3 Metern dick, 4 Kilometer lang und bis zu 16 Metern hoch. Er hatte 40 integrierte Türme. Große Teile der Stadtmauer sind bis heute erhalten. Außerdem war die Altstadt in den Domberg und die Unterstadt geteilt. Auf dem Berg residierten die Geistlichkeit und die Staatsmacht, in der Unterstadt das gemeine Volk. Mit ihren engen mittelalterlichen Gassen gehört Tallinns Altstadt zum UNESCO-Welterbe. Viele der Touristen, die hierher kommen, sind mit dem Schiff da. Über 300 Kreuzfahrtliner legen pro Jahr in Tallinn an und bringen über 400.000 Menschen in die Stadt. Ich wollte schon in meinem Leben immer einmal nach Tallinn und heute war es so, dass ich endlich diese Stadt gesehen habe. Ich bin ganz begeistert über die Fülle der Eindrücke, über die Schönheit dieser Stadt, über die Geschichte der Stadt, die auch eine schwere Geschichte ist. Also ich möchte diesen Besuch nicht missen. Seit der Unabhängigkeit weht sie wieder, die estnische Fahne, auch auf dem 45 Meter hohen Langen Hermann. Ich bin in Tallinn zum ersten Mal in der Zeit der Wende gewesen, unmittelbar nach der Selbstständigkeit und nach der Wahl des neuen Staatspräsidenten habe ich ihn besucht.
damals hat alles noch bescheidener ausgesehen. Und es war auch für viele Gebäude in der Innenstadt eher 5 nach 12. Und ich bin überrascht, wie viel geschehen ist und wie selbstbewusst das Volk ist. Auch die Reiseführerin, die wir hatten, eine junge Frau, die sicher noch ein kleines Kind war vor 20 Jahren, sie war Au-pair in Deutschland, hat gut Deutsch gelernt und hat Germanistik studiert und hat uns nicht nur mit Können, sondern auch mit Liebe zum Land und mit Stolz auf die Selbstständigkeit geführt. Und ich glaube, dass sie sehr genau auch die Stimmung der Bevölkerung wiedergegeben hat. Und das hat auch gezeigt, was in einem Volk steckt, wenn es seine Begabungen ausspielen kann, weil es Freiheit hat und weil es nicht unterdrückt und gleichgemacht wird. Das Baltikum war seit jeher ein Schmelztiegel verschiedener Völker. Deutsche, Juden, Russen und Polen fanden hier ihre Heimat. Nach einer kurzen Phase der Unabhängigkeit wurden Litauen, Lettland und Estland 1940 von Stalin annektiert. Estland geriet 1941 unter deutsche Besatzung. Nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung des Landes wurde in der Folge ermordet. 1944 wurde die Wehrmacht zurückgedrängt und die Sowjetherrschaft wiederhergestellt. Die Esten ersangen ihre Freiheit und erklärten sich 1991 unabhängig. Die Geschichte Tallinns bewegt und begleitet die Kreuzfahrer auf ihrem Weg durch die mittelalterlichen Gassen. Aber Tallinn lässt auch viel Raum für neue Eindrücke und Begegnungen. Wir haben immer auf jeder Reise eine Anzahl von Gemeindebegegnungen. Und so ist heute in Tallinn, in der Olaikirche, wo sehr viel in der Geschichte der letzten 200 Jahre sich abgespielt hat, hier einen Gottesdienst zu machen, das ist uns ein großes Anliegen, weil wir auch Kontakte haben zu den heutigen Gemeindeleitern und Verantwortlichen dieser Gemeinde. Es war ein Tag, der so gefüllt war, auch schon morgens im Schiff, aber dann hier die Ankunft in Tallinn und dann jetzt zum Schluss dieses Tages dieser Gottesdienst mit der ganzen Schiffsgemeinde. Das hat mich sehr berührt. Erleichterung bei Chorleiter Gerhard Schnitter. In der Olaikirche gibt es einen Flügel. Ute Rink braucht daher mit ihrer Gitarre nicht einspringen. Chormitglieder sind erleichtert. Sie können ihr Lied wie auf dem Schiff geprobt zum Vortrag bringen. In Tallinn zu singen, das ist auch für Gerhard Schnitter ein einmaliges Erlebnis. In Tallinn ist natürlich das Besondere, dass, wie die baltischen Länder auch, aber besonders die Esten ganz viel singen, dass sie im Grunde ihre Freiheit ersungen haben. Und ich traf neulich jemanden, der erst vor einigen Wochen auf dem Sängerfest in Tallinn war und einige Reihen hinter dem Staatspräsidenten saß und dann anschließend zu ihm vorgegangen ist und gratuliert hat, wie schön die Esten singen. Und dann sagte der Staatspräsident offenbar in fließendem Deutsch, ja, das haben wir ja von den Deutschen gelernt. Wir haben es beibehalten, nur die Deutschen haben es aufgegeben. Vielleicht ist das nun ein ganz klein wenig, dass wir eben auch singend nach Tallinn kommen. Oft denken wir allein uns eine Freude aus.
Sie brauchen sich nicht zu schämen. Das war eine der Aussagen der Reiseleiterin, die uns hier durch Tallinn führte, nachdem sie ein Stück der Geschichte berichtete. Und auch ging mir eines nicht aus dem Sinn. Berichte aus den Niederlanden und vor allem aus der Zeit des Nationalsozialismus. 1941 wurden in Tallinn sämtliche Juden aus Tallinn und dann aus ganz Estland vernichtet. Ich erinnere mich an einen Satz, der bereits zitiert wurde, während unserer Kreuzfahrt von Theodor Heuss. Es lastet die Schuld auf den Vätern, die Scham aber auf uns allen. Wie man die Geschichte ausging, wir wissen es nicht. Und es ist gut, dass sie offen bleibt, denn sie ist eine Grundschule, die gelebt ist, die im Kleinen beginnt und die allein zur Völkerverständigung und zum Miteinander führt, wie wir es in diesem Augenblick, in diesem Gotteshaus erleben. Zueinander finden heißt die Würde des anderen achten. Der Weg zueinander und zur Völkerverständigung beginnt damit, dass ich mir meinen eigenen Ehre bewusst bin. Nur dann, wenn ich mir das Gewicht gebe, das mir zusteht, kann ich auf den. Die Stimmung Tallinns beeindruckt auch Anne und Andreas. Das ist echt eine super Altstadt. Die ist echt toll. Da könnte man auch so einfach mal hin, ein wenig bummeln, in der Café setzen. Tolle Stadt. Und auch der Gottesdienst war ja spitze in der Kirche. Da ist die Akustik echt ja, toll. Das Bläser war die traumhaft. Ja. Und auch die Chormusik, das war so Momente, wo man wirklich Gänsehaut gekriegt hat in dem Gottesdienst. Und wo man auch für sich behält dann ja. Und mitnimmt, was einfach schön war. Ein richtiges Erlebnis. Gefühl, an etwas Besonderem teilzuhaben, hatten wohl alle Kreuzfahrtgäste. Dann war da die Bordposaunen dort und haben gespielt und der Bordchor, was in dieser Kirche, die ein unheimlich hohes Schiff hatte, also das war, ich weiß nicht wie hoch das war, aber es war wirklich riesig und dann war das eine super Akustik und war wirklich ein schöner Gottesdienst. Die Olaikirche, einst war ihr Turm der höchste der Welt. Heute überragt er eine Stadt, die sich trotz des nostalgischen Ambientes im Aufbruch befindet. Estland hat sich der Zukunft zugewendet. Estland. Vermeintlich evangelisch, aber tatsächlich gehören in Estland nur noch 30% der evangelischen Kirche an. Also man sagt, ein evangelisches Land, aber faktisch hat sich das ganz verändert. Wahrscheinlich gerade in den aufstrebenden Ländern ist das eine Begleiterscheinung, dass die Leute, wo es boomt und wo es gut geht, meinen, die Verbindung zu Gott nicht mehr brauchen zu müssen. Herr, schenke es immer neu, dieses helle Licht. Wir erleuchtet und aufgeklärt werden, dass durch uns deine Gemeinde, deine Kirche, die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, deiner Herrlichkeit im Angesicht von Jesus Christus. Wir bitten dich für deine Gemeinde, deine Kirche auf der ganzen Welt. Gib du Frieden.
Aber warum nehmen denn Gottesdienste und Bibelzeiten auf dieser Reise einen so großen Stellenwert ein? Für Pfarrer Ulrich Schäffbuch eine klare Sache. Ich denke schon, dass das die Mitte unserer Reise ist, bei all dem, was touristisch wichtig ist, Kennenlernen der Geschichte. Aber das ist doch immer die Mitte, die Verkündigung des Wortes Gottes, das uns immer neu verändert und in die Spur bringt, Richtung Ziel. Ja, das glaube ich auch sehr fest, dass das auch etwas bewirken wird und das Wichtigste unserer Reise ist. Auch für die Gangs bleibt Tallinn in guter Erinnerung. Tallinn war super, das hat also richtig Spaß gemacht. Da das ein Ort mit unheimlich viel Mittelalter einfach da zu spüren. Also eine wunderschöne Stadtmauer, die wir dann auch begangen haben. Es war einfach irgendwie, also konnte man sich richtig schön in das Mittelalter reindenken. Und dann sind wir also durch den Ort gegangen, da sind überall diese alten Häuser, wunderschöne Türen da, wo wir viele Fotos gemacht haben dann auch. Und es war einfach dort ein sehr schönes Erlebnis, einfach da durch die Straßen zu gehen und rechts und links zu schauen. Tallinn hat viele Gesichter. Mittelalterlich, modern, gastfreundlich, romantisch und irgendwie auch skandinavisch. Eine Mischung, die die Kreuzfahrer berührt. Es hat mir sehr gefallen. Also heute diese Stadt, die fand ich beinahe am allerschönsten von allen. Die ist so prächtig, so klassizistische, wunderbar restaurierte Häuser, viele schöne Lokale, hätte ich mich da gerne hergesetzt, schöne kleine Geschäfte, also wirklich eine ganz wunderbare Stadt. Und der Gottesdienst war einfach die Krönung. Also ich bin auch sehr beeindruckt. Das liegt einfach daran, dass die Esten, wie überhaupt die ganzen Balten, durch eine Heimatliebe so überzeugend sind, wenn die von ihrem Land und ihrer Stadt und von ihren Sehenswürdigkeiten berichten, dass man eigentlich richtig ergriffen ist. Na, und dann heute, das war ja ein, das ist ja wie eine Studentenstadt. Überall so kleine lokale Restaurants und Gelegenheiten. Ich habe gesagt, hier möchte ich mich hinsetzen und einen Schopf Wein trinken. Und hier will ich nochmal herkommen. Ja, wir kommen nochmal. Also das hat uns richtig Spaß gemacht. Und dann das Wetter, das ist ja himmlisch. Also schöner geht's doch gar nicht. Ja. Ja, Tallinn ist natürlich jetzt eine Stadt im Aufbruch. Ich freue mich, dass die schon sich zum Euro bekannt haben. Und, aber man sieht, obwohl UNESCO-Weltkulturerbe ist, dass noch vieles gemacht werden muss. Wenn man mit Riga vergleicht, dann sieht man, dass hier wohl sehr schöne Grundstrukturen sind, dass aber noch vieles verbessert werden muss. Aber das braucht jetzt eine Zeit. Was mir auffällt ist, dass gerade die jungen Menschen, auch die Führerinnen, dass die sehr, sehr bemüht sind. Also, dass sie das den Gästen fröhlich machen wollen, dass sie ihr Land positiv verkaufen. Und darüber freue ich mich. Ein letzter Blick auf die Schönheiten Tallinns. Dann geht es schon zurück an Bord. Auslaufen im Sonnenuntergang. Schön war es hier. Auf Wiedersehen, Tallinn. St. Petersburg, das Venedig des Nordens. Unsere Reisegruppe zu Besuch in einer beeindruckenden Stadt, in der glanzvolle Geschichte und die Spuren jahrzehntelanger Schreckensherrschaft zusammentreffen. Das und mehr sehen Sie in der nächsten Folge von Mit Ahoi und Halleluja.